Das Thema dieses Vlogs soll sein Kontrolle. Und wie kriege ich eigentlich die Kontrolle über das, was mir den ganzen Tag über passiert? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Now I'm gonna shut the fuck up now, I'm gonna play this song. But I love it if we all sing together. So, jetzt nehme ich euch mit zu einem Konzert von Sum 41. Heute war einer dieser Tage, wo ich einfach mal komplett von morgens bis abends nur fremdbestimmt war. Es ging darum, irgendwelche Trümmer aufzuräumen, irgendwelche Scherben zu beseitigen. Es ging darum, Rechnung zu begleichen, irgendwelche Schreiben, die kein Mensch braucht. Auf jeden Fall ist der gesamte Tag dafür draufgegangen, Dinge zu erledigen, die andere Leute von mir wollten und nicht die Dinge zu erledigen, die ich eigentlich erledigen wollte. Zum einen erreicht man dann irgendwen nicht, mit dem man aber dringend sprechen muss, oder aber irgendjemand hat irgendwelche falschen Dokumente irgendwo falsch abgelegt, meldet sich zurück und meldet sich natürlich dann zurück, weil man gerade selber telefoniert und ist danach aber nicht mehr erreichbar. Und auch einer der Gründe, mit diesem Vlog anzufangen, ist darin zu finden, dass ich selbst unter Kontrolle habe. Wenn ich filme, wenn ich etwas zusammenlege, wenn ich es hinterher schneide, wenn ich da die Musik drunter packe, dann habe ich es selbst unter Kontrolle. Aber es passiert nicht, dass ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, das zu tun, was andere Menschen von mir wollen, egal ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Ich laufe hier gerade mit euch über die Reeperbahn. Hi! 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 Coole Performance! Genau. Und jetzt gehen wir zum Konzert von Sum 41. Ich gebe euch noch ein paar Eindrücke von der Reeperbahn. Das ist auf jeden Fall das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich auf ein Konzert gehe. Ich freue mich sehr auf Sum 41 heute Abend. Super geiles Konzert von Sum 41 und natürlich habe ich heute Abend den Freak getroffen, der ich war vor 14 Jahren, Pi mal Daumen, und ich würde sagen, weil wir heute Abend über Kontrolle gesprochen haben, setzt nicht die Hüte auf, die euch irgendjemand aufsetzen will. Macht einfach das, woran ihr glaubt. Es geht schon um das, was ihr wollt und nicht um das, was andere Leute glauben, was das Richtige für euch ist. Macht das, woran ihr glaubt, woran ihr Spaß habt. Weil wenn ihr Spaß habt an dem, was ihr arbeiten müsst, dann werdet ihr niemals arbeiten müssen. Ich weiß, es ist wahnsinnig abgedroschen. Und ich habe ewig lange überhaupt nicht rausfinden können, was das eigentlich sein soll. Aber ich glaube, Teil von dem, was ich auf jeden Fall machen will, ist dieser Vlog. Insofern, zum Thema Kontrolle, tut das, was ihr selber unter Kontrolle habt und nicht, was andere Leute glauben, was ihr tun solltet, weil das am Ende nirgendwo hinführt. Schönen Abend, haut rein.